Über 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. So viele Einwohner haben New York, Tokio, London und Istanbul zusammen. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Afghanistan, Syrien, Somalia und dem Sudan. Der Bürgerkrieg in Syrien hat fast 10 Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht, aber nur 3 Millionen davon sind aus dem Land geflohen. Wovor fliehen die Menschen eigentlich? Sie fliehen vor der Gewalt des Krieges, vor Folter, vor Terror, vor dem Gefängnis. Sie werden verfolgt wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer politischen oder religiösen Gesinnung oder wegen ihrer sexuellen Orientierung. Immer geht es dabei um ihre persönliche Freiheit und meistens sogar um Leben oder Tod. Deshalb nehmen viele Flüchtlinge große Gefahren auf sich, um an einen sicheren Ort zu gelangen. Sie ziehen durch lebensfeindliche Wüsten, sie fahren mit oftmals ungeeigneten Booten übers Meer und sind oft auf Schlepper angewiesen, die ihre Situation schamlos ausnutzen. Wer glaubt, dass es die reichsten Staaten der Erde sind, die meisten Flüchtlinge aufnehmen, liegt ganz falsch. Europa hat sich abgeschottet. Seit 2000 sind über 23.000 Menschen an seinen Grenzen ertrunken, verdurstet, erstickt oder erfroren in LKWs, auf Booten, in Containern, auf dem Dreck. Während zum Beispiel der Libanon 34% aller syrischen Flüchtlinge aufnimmt, gewährt ganz Europa nur rund 3% der Betroffenen Schutz. In der EU ist immer derjenige Staat für einen Flüchtling zuständig, der ihn zuerst einreisen lässt. Die Staaten an den EU-Außengrenzen bekommen die meiste Verantwortung für die Flüchtlinge aufgebürdet. Oft dürfen Flüchtlinge nicht zu ihren Freunden oder Verwandten weiterreisen. Und die, die es bis nach Deutschland schaffen, erwartet ein kompliziertes Asylverfahren. Sie bekommen zunächst nur eingeschränkte medizinische Versorgung. Sie dürfen nicht arbeiten, sind letztlich Kolleginnen und Kollegen ohne Arbeit und Lohn. Sie können sich ihren Wohnsitz nicht selbst aussuchen, sind getrennt von Freunden und Familie. Dazu kommen die ständige Ungewissheit und die zum Teil feindselige Haltung der Einheimischen. Aktuell sind mehr Menschen auf der Flucht als jemals nach dem Zweiten Weltkrieg. Angesichts dieser Katastrophe wächst die Herausforderung an die Staaten Europas, unter ihnen Deutschland, sich ihrer Verantwortung zu stellen und mehr für den Schutz der Menschen zu tun.